When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Kannst du mal aufhören, deine Fanpost zu bearbeiten? Ja, es ist schwer, wenn man so fame ist. Und ja. Mal die, wie ist das? Und mal die Ansprache machen. Wie ist das im Neudeutschen? Wenn man so sehr populär ist, ist das fame? Das ist, glaube ich, fame. Naja, ich kann es doch nicht ändern. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und ein liebe Wikinger, willkommen zur nächsten und Wikingerinnen. Und, ach, Entschuldigung. Und oder Wikingerinnen. Wikingerinnen? Sagt man doch jetzt. Wikinger und Wikingerinnen. Nee, wie? Wikinger und Wikingerinnen. Innen. Wikinger und Wikingerinnen. Innen. Zu einer weiteren Folge Skandinavien. Nicht in unserem Ostro-Trip. Nicht in unserem Ostro-Trip. Schweden, / Norwegen, was auch immer. Roadtrip, wo es noch hingeht. Ich könnte mir vorstellen, die Leute fragen sich jetzt, wieso liegt denn der Hund noch im Bett? Das wollte ich gerade dich fragen. Ach so. Warum du noch nicht unten an der Küche stehst? Raus mit den Viecher. Raus mit den Viechers! So. Alibaba hat gerade gefragt, was es heute Frühstück gibt. Wir haben den vierten Tag, da wird doch noch Eier drin sein. Also ich glaube 10 oder 12 Tage. Was ist denn das für eine dumme Frage? Kann man... Kann man? Ja? Kriegst du so mit rein hin, ohne dich voll zu matschen? Oh ja. Oh Gott. 10 bis 12 Tage kann man schon mal Alibabas Eier essen. Wenn man gleich sehen, wenn jetzt unten liegt. Alter, Stefan, kannst du jonglieren? Das mit roten Eiern? Ja. Aber eine Falle damit. Richtig cool. Nein! Oh, ey, die ganze Wichse. Ein Geheimnis gefunden hier. Hatte mir noch gar nicht verraten. Du brauchst dich einfach hier mit Pfeffer und Salz machen, so schnell ich hier. Nee. Der goldene Saft der Bock-Bocks. Bock-Bock! Bock-Bock! Es ist soweit. Ja! Yeah. Coffee time! Wenn wir das alles so machen würden, wie in dieser Szene. Make the road trip great again. Deswegen abonniert Vater Jaro. Nochmal. Werden alle Speicherkarten nach 3 Tagen voll. Make the road trip great again. Deswegen abonniert Vater Jaro. Nochmal. Die Tasse weiter unten. Das war genau vor deinem Gesicht. Alibaba ist halt ein knallharter Regisseur. Weiter runter. Weiter rechts. So ist gut. Bisschen hoch. Make the road trip great again. Deswegen lasst ein Abo da bei Pattaya-Rohr. Cut! Das war besser.
So, Alibaba macht sich auch noch hübsch. Und dann machen wir heute erstmal ein bisschen Autobahn, ein paar Kilometer schrubben, fahren noch in den Supermarkt, kaufen noch, wie ist der Fisch? Stör? Wie ist der Fisch? Wie ist der Fisch? Irgendwas mit Strömming. Strömming. Irgend so ein Strömming-Fisch, der stinkt. Das habt ihr dann bestimmt schon im Livestream gesehen. Ja, na dann geht's mal auf die Straße jetzt. Ein paar Sekunden, aber wir sitzen hier schon 2,5 Stunden. Halb elf sind wir los. Siehst du? 2,5 Stunden. 2,5 Stunden sitzen wir schon im Auto jetzt und fahren. Noch ungefähr 30 Minuten jetzt, 45 Minuten. Dann sind wir an der Ostsee, an dem Abschnitt und wollen erstmal ein Käffchen trinken. Und dann gibt es Kuchen. Fricka! Machen wir ein schönes Fricka. Genau. Dann geht's weiter. Heute ist Kilometertag. Der Himmel zieht sich auch langsam zu, ne? Dafür machen wir heute ein mächtiges, gewaltiges Lagerfeuer. Heute, vor Hunderten von Jahren, gab es zwei Männer. Sie kämpften Seite an Seite auf den Schlachten der Weltmeere und verloren dabei alles, alles, bis auf ihren Humor. Das sind die Geschichten von Thoralf und Ragnjak. Thoralf! Ragnjak! Sag mal, Thoralf! Ragnjak? Wie viel wiegt eigentlich deine Frau? Komm, ich bin immer leichter als das. Isaye, Vagandum. 4 € Stückchen hast du denn schon ausprobiert? Das hab ich nicht. Nimm doch einfach den Wagen, der nicht angeschlossen ist. Manchmal habe ich das Gefühl. Leben in der Lage, Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich vom Nächsten ist. Wollen wir noch mal ein paar frische Bananen mitnehmen? Ja. Ah. Aber ist alles in Schweden. Obstmäßig, gemüsemäßig finde ich geil da hinten, in solchen Zellen drin. Sieht gut aus hier, sieht gut aus. Schön. Hier gibt es Fisch zum Ausdrücken. Fisch in der Tube. Tuna, spicy. Keine Ahnung. Bacon. Kannst du hier Bacon dir rausdrücken? Ah. Das haben wir jetzt gefunden. Den habe ich irgendwo gesehen. Oslos. Das sind 2 noch. Das ist das gleiche. Filet. Das sind Filet. Ich nehme einfach mal 2 verschiedene mit, oder? 3 würde ich mitnehmen. Nehmen wir den noch. Ist das auch nochmal? Filet. Ja, ich, keine Ahnung. Ah ja. Mal in die Luft gegriffen. Ich sag 1300 Kronen. 100
30 Euro. Ich sag 320 Kronen. Ne, warte. 45. 45. Und du? Stimmt, 50. Allein der scheiß Wurstgrund kostet ja schon 21. Die sind so niedlich. Wie viel? Wie viel? 500. Das ist sehr schmoink. Oh, stehen sie alle schon. Ja, da fahren wir gerade aus, immer neben denen. Okay. Ein paar hundert Kilometer jetzt im Norden. Na gut, heute ist auch kein strahlender Sonnenschein, aber es sind nur noch 15 Grad. Gestern waren 20. Es wird schon noch ein bisschen frischer. Ja. Und da fahren wir nochmal 1000 nach oben. So. Schön. Machen wir erstmal eine schöne Fika jetzt. Make the road trip great again. Und dazu haben wir uns einen schönen Berliner hier. Kaffee war gut, Kaffee war noch warm. In seiner Granatenthermoskanne aus dem Vietnamkrieg damals hat er sie mitgenommen. Ist aus so einem Minghelm gemacht worden. Aus so einem Minghelm, aus so einem vietnamesischen Kokoshelm haben sie ihn da so eine Granatensplitter. Vietcong-Helm. Vietcong-Helm haben sie so eine Granatenthermoskanne gebastelt. Muss ich ihn. Ja. Was steht denn hier? Seppelno und Komm. Und jetzt fahren wir weiter. Fast Halbzeit. Haben sie eine ganz schöne Brücke hingesetzt. Oh. Aber gesperrt. So, wir waren gerade hier fix tanken für 1,74 und füllen gleich noch Wasser wieder auf. Wenn es nicht halb voll ist, das sehe ich gerade durch. Kannst du, musst du nicht. Hier gibt's überall in jeder Tankstelle gibt es solche Schränke, sag ich mal, dran. Und in diesen Schränken ist dann immer so Wasser, Gas. Luft, Öl, Zeug. Ja. Jetzt nochmal ein paar Zahlen. Mittlerweile schon 7,5 Stunden hier. Am Fahren 623 Kilometer. Also für euch schon ein paar Sekunden, aber wir sitzen hier wirklich den ganzen Tag. Heute ist wirklich Kilometer Schruppen angesagt. Wir wollen hoch, wir wollen in den Norden, wir wollen Richtung Lofoten, Norwegen, wir wollen rüber. Rüber in Westen. Wir wollen weg hier, deswegen. Ah. Also eine gute Stunde ungefähr. Und dann gucken wir mal, wo wir noch ein schönes Plätzchen finden zum Übernachten. Und dann gibt es heute. Speziell, damit wir wenigstens mal ein kleines Highlight haben in der Folge,
gibt es heute Köt Baba. Alibaba versucht auf seine Art und Weise Köt Bulla zu machen, zu kreieren. Mit seinem gewissen Fitzlichen natürlich wieder. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich blende durch das Rezept dann später wieder ein. Alles schön aus der Büchse. So, es wird wieder spannend jetzt, ob es klappt beim ersten Mal. Oder ob wir doch noch mal 100 Kilometer fahren müssen. Zum Übernachtungspunkt. Baby, lift off. Wir haben jetzt ja einen richtig geilen Platz gekriegt. Mega. Wir haben nochmal gefragt hier nebenan. Ist kein Problem. I was going through changes, where to begin? When a mountain moving revelation came marching in, I thought I was what I've been told I thought I was. I thought I was what I've been told I thought I was. Aber es ist auch schon ganz schön frischer geworden. Ne? Also es sind keine 20 Grad mehr, es sind nur noch 11. Alibaba macht heute ganz leckeres Köt Baba. Ich bin gespannt, ich freue mich. Die Lichterkette, die spanne ich einfach deiner Kofferraumklappe zum Häuschen hier hinter. Bin mal gespannt, wie es wird. Lecker. Zieh mir was Langes an. Zieh dir was Langes an. Mücken mich als Köt Baba sehen. Gibt's ein köstliches Köt Baba. Währenddessen ist gerade mit der Drohne geflogen bin, hat Alibaba natürlich wieder komplett losgelegt. Ich hatte keine Zeit, irgendwas einzublenden. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Wie viel Kilo Fleisch haben wir denn? Das weiß ich doch nicht, ich habe einfach die Packung aufgemacht. Was haben wir da hinten in der... Was ist das? Ein Kartoffelbrei. Und dazu gibt es... Soße gibt es hier. Und dazu gibt es saure Gurken und Preiselbeeren. Und ihr seht, es sind drei Herdplatten, aber Alibaba hat nur zwei Arme. Da seht ihr mal, dass es ein richtiger Würgeholik ist hier. Wenn es nicht schmeckt wie bei Mutti, ne? Da haben wir Scheiße gehört. Ist das nicht was hier mit dem Sonnenuntergang? Hä? Wieder runtergefallen, ey. Naja. Take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Ah.
ist das kalt. Dann erstmal einen dicken Pullover einziehen. Dann machst du mal einen Ping. Ping auf den Sonnenuntergang und geilen Platz hier. Ping! Auf euch, Jungs. Also, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich nochmal die Zutatenliste einblende, damit ihr das auch, das Köt Baba zu Hause nachmachen könnt. Köt Baba. Für die ganzen Fans der rumänischen Zuchtpfanne und des bulgarischen Potenztopfs nicht in der Pfanne, ist das natürlich was. Oh, und schön auf der Decke gewichst. Das schmeckt geil. Das müssen wir nochmal machen. Nur Kartoffelbrei kochen, die ist. Das schmeckt wirklich. Aber man braucht halt die Soße. Soße ist der Geschmackstreiber. Oh, das schmeckt richtig geil. Leute, du wirst jedes Mal besser. Von allen drei Gerichten ist das jetzt auf Platz 1. Was war denn noch? Der Potenztopf und so Pfanne. Das ist halt mit Alibaba geht immer auf eine kulinarische Weltreise. Mhm. Auf leere Düten da drin, ja. Schön war es auch warm gemacht. Ich habe ihn vorhin noch gesehen, wie er für die Soße hinten dabei Pilze gepflückt hat. Genau, der Bürger. Und fängst du auf der Motorhaube getrocknet. War lecker. Und war viel. Ping. Ping. Das hat funktioniert, Leute. Ich dachte, nein. Ja, jetzt kannst du das halt zumachen. Scheiße. Ja, jetzt gar nichts zumachen. Ja, jetzt können wir das mal zumachen, ja. Hast recht. Gegessen, ein bisschen Holz gehackt. Absolute Ruhe hier am See, ich höre überhaupt nichts. Doch die Straße ab und zu. Und jetzt entspannen wir hier ein bisschen. Das ist doch mega Porno hier. Alleine mit dem Steg, das Feuer. Ich feiere das total. Richtig, richtig geil. Ah, ist ein Ping drauf oder was?
Ja. So, Leute. Es ist jetzt hier, das ist nicht. Auf jeden Fall unter 10 Grad. Und ein paar war es kalt. Wir gehen jetzt ins Bett. So, alles gerade total nass, feucht. Der See, der haut hier alles in eine Wasserlage rein. Es ist kalt. Die Akkus kacken bestimmt übelst ab. Heute ist im Schlafsack angesagt. Heute ist das erste Mal im Schlafsack. Dann verabschieden wir uns auch von dieser Folge. Es war leider nur viel Autobahn heute drin. Wir haben es nicht mal geschafft, irgendwie am Straßenrand mal irgendwas anzugucken, irgendein Highlight oder so. Es war aber auch nichts gewesen auf der Route. Aber wir haben einen schönen Platz gefunden. Ihr dürft die nächste Folge definitiv nicht verpassen, weil erstens fahren wir nicht nur weitere 700 Kilometer, sondern wir springen morgen früh auch in diesen Scheißsee rein. Versprich mal nicht so viel. Das wird richtig kalt werden. Richtig. Ungefähr da so ist eine kalt. Eine 2 Meter dicke Eisschicht drüber. Wir sind immer noch auf dem Weg zu unserem Roadtrip. Wir sind zwar mittendrin im Roadtrip, aber der richtige, er geht erst los. Und zwar dann, wenn wir auf den Lofoten ankommen in Narvik. Das ist nämlich auch in der nächsten Folge der Plan. Dann verlassen wir Schweden und kommen in Norwegen an. Wenn ihr dranbleiben wollt, sehen wollt, wo es hingeht, was wir alles noch erleben und wie Alibaba nackt in den See springt auf die Eisscholle. Genau. Dann, und mit lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und zusammen sagen wir Cheerio Schweinebacke! Die Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja, Rick ist wieder auf dem Roadtrip und wir freuen uns, dass es losgeht.